Du, sag mal, was hältst du von Teekesselchen? Ich trinke nur Kaffee. Ach was? Und Tee? Aber ich meine doch ein und dasselbe Wort mit zwei Bedeutungen. So wie Bank und Bank. Das nennt man Teekesselchen. Ach so, wie Schuss und Schuss. Ja. Ich trinke Tee nur mit Schuss und der andere. Oh. Glück gehabt. Ich hätte es wissen müssen. Nochmal? Nee, einmal reicht, ja. Hallo Leute, da bin ich wieder, euer Kalle von Zeitarbeit TV. Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Wie heißt das? Spencer TV. Habe ich das nicht gesagt? Komisch. Bin ich wohl wieder gedanklich abgetaucht, was? Aber dazu fällt mir nur eines ein. Wenn die Sonne der Kultur tief steht, werfen selbst Zwerge lange Schatten. Willst du mich beleidigen? Nee. Bist du ein Zwerg? Nein. Na also, äußerlich jedenfalls. Und der Rest? Steht hier nicht zur Debatte. Kann. Wenn du meinst, Leute, habt ihr schon mal für jemanden einspringen müssen und dann gedacht, oh, boah, ist doch easy, überhaupt kein Problem, das bekomme ich hin. Und dann hat nichts geklappt. Und es ging munter in den Keller runter. Wird das hier jetzt eine Rätselstunde? Nee, aber du hast bestimmt auch schon gedacht, was der Kalle da macht, das kann ich auch, gelle? Mach ich mit links. Ja, ja, und rechts und überhaupt. Typischer Fall von Selbstüberschätzung. Leute, im Dorf aller Dörfer, im Spencerdorf, ist der Boss vorübergehend anderweitig beschäftigt. Und schon denken die einen an Stellvertretung und die anderen an die Karriere. Ob das gut geht? Leute, hier folgt der Stellvertreter. Hallo Leute von A bis Z, von 1 bis 100, von Norden bis Süden, von Osten bis Westen. Da bin ich wieder, euer guter alter Spencer. Na, was ist, guter alter Spencer? Schläfst du? Spencer! Hallo, Spencer! Spencer? Also Spencer, so geht das nicht. Du kannst mich doch hier nicht Mutterseelen alleine lassen. Und die Kameras laufen. Ach du Grüne, wir sind auf Sendung. Hallo heute! Gestern! Hallo? Menschenskind, was rede ich denn da wieder? Ach, wie war das denn nochmal? Von A bis Z, von Norden bis Morgen, von Morgen bis Übermorgen. Nein, von Ostern bis Western. Oder, also es ist gar nichts passiert hier, wirklich. Von A bis Z ist hier alles in Ordnung. Wenn jemand meint, wir hätten hier eine Panne, der. Oh je, Mine, der hat ja so recht. Oh. Hallo, Lulu. Hallo, Spencer. Was ist denn? Hier ist nicht Spencer, hier ist der liebe alte Elvis und der weiß nicht mehr, was er machen soll. Der ist nämlich kurz davor, wahnsinnig zu werden. Lulu, Hilfe! Kann es sein, dass du etwas aufgeregt bist, Elvis? Etwas ist gut, völlig unmöglich. Wie kommst du da drauf? Ich drehe nur durch. Ich drehe durch. Kannst du mir jetzt bitte sagen, was los ist? Natürlich, Lulu, natürlich, weißt du. Spencer ist weg, mehr nicht. Verstehst du? Spencer ist nicht mehr da. Aha. Und jetzt weißt du nicht mehr, was du machen sollst. Du verlierst die Nerven. Einmal ist Spencer nicht da. Einmal bietet sich dir die Chance, seinen Platz einzunehmen. Und schon, was sagst du? Elvis, hör mir jetzt gut zu. Du bleibst jetzt, wo du bist. Sagst irgendwas Nettes und wartest, bis ich da bin. Ich komme sofort. Großartige Idee. Habt ihr das gehört, Leute? Ich sage was Nettes und komme sofort. Und du bleibst, wo du bist. Nee, umgekehrt. Sie kommt und ich gehe ihr schon mal entgegen. Ach, der Hörer. Oh, hallo Leute. Tja, Leute.
Ich muss mal eben schnell auf Reisen. Und damit hier die Lieben im Dorf beschäftigt sind und sich nicht etwa streiten, habe ich ihnen einen Zettel geschrieben. Hallo Leute, macht euch keine Sorgen. Ich habe Hoffnung auf große Erbschaft. Man muss euch verlassen, aber nicht lange. Vertragt euch in Eile, Spencer. So, und jetzt verteile ich die ganz heimlich im Dorf. Dann können sie alle dran rumknobeln. So. Tschüss, Leute. Ach, und wenn wir uns wiedersehen, dann bin ich ein reicher Mann. Baldi! Ja! Baldi! Ach, Elvis, was ist los? Ach, nichts. Ich gehe der Lulu nur ein Stück entgegen. Ah, was sonst? Hast du gut geschlafen? Ja, ich habe sehr gut geschlafen. So, so. Und satt bist du auch, ja? Ja, ich habe sehr gut gegessen. Aha. Was gab's denn, wenn man fragen darf? Man darf nicht fragen. Das geht dir nämlich nichts an. Poldi! Ja? Was du gefressen hast, fängt doch nicht etwa mit Sp an? Oh, das ist gemein. Das ist so gemein. Wer hat dir das verraten? Poldi, wie konntest du das tun? Was? Spencer? Hallo? Spencer, lebst du noch? Hey! Kannst du mich hören? Hey, sag mal, bist du verrückt geworden? Lass meinen Bauch in Ruhe! Das ist mein Bauch. Und wehe, du verrätst Spencer, was ich gefressen habe. Dann fress ich nämlich dir. Wie soll ich denn Spencer etwas verraten, wenn er da drin ist? Wer? Na, Spencer, du hast doch selber zugegeben, dass es mit Sp anfängt, was du gefressen hast. Ja. Sp... Speckkuchen habe ich gefressen. Speckkuchen fängt mit Sp an. Und den habe ich bei Lulu geschnappt. Bin ich froh. Was? Dann findest du es also gar nicht schlimm, dass ich Lulus Speckkuchen geklaut hast. Nein, ganz und gar nicht. Tidl dumm, Tidl da, Wallera. Er lebt. Der Spencer. Er lebt. Aber er ist nicht da, ne? Woher weißt du das? Naja, wenn du Spencer da in meinem Bauch suchst, dann ist er wohl nicht da, wo er sonst ist. Manchmal hast du ungeheuer recht, Poldi. Ja. Ich muss Lulu treffen. Bring mir noch einen Speckkuchen mit. Ich habe noch einen kleinen, weißt schon. Speckkuchen? So. Ich habe ganz andere Sorgen als deinen blöden Hunger. Blöder Hunger! Ich bin Poldi, der schönste Jungdrache der Welt. Und ich will dir fressen. Das heißt dich. Oh, weg ist er. Vertragt euch. Hier steht, vertragt euch? Hast du das geschrieben, vertragt euch? Hä? Na, ich streite mich doch nie und mit dir schon gar nicht. Und ich schreibe nie, jedenfalls nicht an dich. Vertragt euch klingt aber ganz nach dir, so besserwisserisch. Und das hier, aber nicht lange. Das kann doch nur von dir sein. Tö, vertragt euch aber nicht lange. Was soll denn der Quatsch? Wir vertragen uns doch sowieso nicht lange. Das braucht uns doch niemand zu schreiben. Hey, Zwillis! Hä? Hängt doch eure Wäsche normal auf. Mensch, Zwillis! Wer schreit denn hier so? Ist was passiert? Ja, ihr sollt eure blöde Wäsche nicht so dämlich aufhängen. Haben wir da richtig gehört? Blöde Wäsche? Dämlich aufhängen? Ja, zum dritten Mal komme ich schon hier raus. Ich will aber da drüben raus. Ach. Ich muss doch ins Studio. Mein Elvis wird nämlich Präsident. Was wird dein Elvis? Na ja, nicht direkt Präsident, aber Spencer ist weg. Und mein Elvis soll ihn, also, er wird sein Stellvertreter. Na, und da machst du so ein Geschrei? Na, hör mal. Endlich ist mein Elvis nicht mehr Spencers Laufbursche, sondern macht andere Leute laufen. Das ist doch wunderbar. Na, nun nehmt doch endlich mal diese blöde Wäsche weg. Oh. Ich muss ins Studio zum Präsidenten. Lulu, du spinnst. Oh. Sonst hättest du schon längst durch unsere Wäsche gefunden. Also, geh bei den Bettlaken rechts, lass die Handtücher links. Und bei den Strümpfen immer geradeaus. Was so ein Drang zum Hören doch alles aus einer ganz normalen Lulu machen kann. Dabei geht's doch gar nicht um sie selbst, sondern um ihren blöden Elvis. Willis. Ja, lieber Elvis. Ich finde hier nicht mehr raus.
Den schnappen wir uns jetzt. Oh ja, dann ärgert sich die Lulu blau und braun. Ja. An den Strümpfen lang, lieber Elvis. Bei den Handtüchern um die Ecke und bei den Bettlaken kommst du raus. Mhm. Oh, endlich. Mein armer, lieber Elvis. Das kann man wohl sagen. Lieb bin ich immer und arm dran bin ich gerade jetzt. Ja. Es ist aber auch zu... Ich muss mich erst mal sitzen. Aber doch nicht hier draußen bei der blöden Wäsche. Hm? Nein, da hast du doch als Präsident nichts verloren. Komm. Mhm. Telefon auf dem Boden. Was soll denn dieses Chaos? Elvis, jetzt ist er auch noch weg. Erst verschwindet ein Speckkuchen, dann Spencer und nun ist Elvis auch noch weg. Oh, was ist denn das? Hallo, Freunde. Macht euch keine... Tja, so ein Blödsinn. Oh, hallo, Lulu. Du hier? Hm? Wo ist Spencer? Ja, das ist es doch. Was ist es doch? Na ja, Spencer ist verschwunden. Und jetzt ist Elvis auch noch weg. Hm. Dabei habe ich ihm doch extra gesagt, er soll hier auf mich warten. So etwas. In dieser schwierigen Lage gehört er hierher, auf diesen Platz. Meinst du auf diesen Sessel? Jawohl, diesen. Aber ich habe gesagt, dass Elvis da hineingehört, nicht du. Da bin ich ganz deiner Meinung, liebe Lulu. Elvis ist gewiss der würdigste und großartigste Vertreter, den Spencer sich nur wünschen kann. Zu schade, dass er nicht da ist. So, wir machen jetzt weiter. Wir machen jetzt weiter. Wie und wo machen wir weiter? Na, mit Fingerschnipp in die Wäsche. In die Wäsche? Ich meine ins Hausboot. Und wer macht den Fingerschnipp? Weil Spencer nicht da ist und sein Stellvertreter Elvis auch nicht, mache ich Schnipp. Siehst du, auch das Schnippen mit den Fingern will gelernt sein. Na, dann mach du doch mal. Also doch, ich als Spencers Stellvertreter. Ja, aber nur ausnahmsweise. So, so. Wir hauen so einfach etwas auf den Monitor. Um Gottes Willen. Oh, das ist ja das Schloss. Ich will aber das Hausboot. Immer noch nicht das Hausboot. Die Technik. Oh, mein lieber halber Elvis. Ich will ihn aber ganz. Kann ich verstehen. So, hier, mein lieber Elvis, eine schöne Tasse dampfenden Kakao. Oh. Und hier ein wunderschönes Stück Stachelbeertorte. Danke, danke. Ihr seid aber auch so nett zu mir. Ja, aber nicht so nett wie deine Lulu, nicht wahr? Ach ja, der wollte ich ja entgegengehen. Moment, du hast ja noch gar nicht deine Tasse Kakao getrunken. Und nicht eine einzige Stachelbeere gegessen. Sagt mal, wer schreibt euch denn da sowas? Also, das geht dich gar nichts an. Das ist Postgeheimnis. Lass doch mal, Mona. Vielleicht weiß der gute Elvis, was die Zettel bedeuten. Also, das ist Spencers Handschrift. Vertragt euch, aber nicht zu lange. Wer soll denn das nun wieder verstehen? Es ist aber auch zum Verzweifeln. Oh, oh. Die ganze Verantwortung lastet wieder mal auf mir. Ach, du musst dich ausruhen, Elvis. Komm, leg dich hier hin auf die Couch. Und hier eine schöne Zudecke. So. Da kannst du ein Nickerchen machen und dann ans Präsidentenwerk. Ganz frisch. Also, wie recht ihr habt. Der geht nicht mehr so schnell seiner Lulu entgegen. Nein. Gönnen wir dem heldenhaften Stellvertreter Spencers seine wohlverdiente Pause. Der Mann ist ja völlig überlastet. Wir versuchen uns inzwischen ein wenig im Dorf umzusehen. Oh nein, und das möchte ich doch sehen, was dieser Faulpelz da treibt. Oh, Feuer. Da schläft ja noch jemand. Das ist deutlich hörbar. Hau noch mal drauf, dann schläft er vielleicht auch sichtbar. Hallo,
Nippi, hast du hereingerufen? Nein, habe ich nicht. Oh, wie schade. Dann habe ich mich verhört. Entschuldige bitte. Ja, schon gut, Kasi, aber du solltest auch lieber schlafen. Ach, ich kann nicht schlafen. Wenn man so eine aufregende Nachricht hier bekommt, kann man doch nicht schlafen. Was steht denn da drauf? Aber Nippi, musst du mich immer daran erinnern, dass ich nicht lesen kann? Ach ja, das hatte ich ja ganz vergessen. Aber ich brauche meine Brille. Na ja, such mal. Ja, aber woher weißt du denn, dass es eine aufregende Nachricht ist? Na, wenn man so einen Zettel vor der eigenen Haustür findet, dann ist das schon aufregend genug. Und erst, was auf dem Zettel steht. Was denn? Hoffnung auf eine große Erbschaft. Oh, was? Ja, Hoffnung auf eine große Erbschaft. Wie aufregend. Aber warum ist der Zettel denn abgerissen? Würde mich nicht wundern, wenn der Zettel, der an deiner Tür steckt, dazugehört. An meiner Tür? Ja, warum sagst du mir das denn nicht gleich? Da muss ich gleich mal nachsehen. Na ja, dann zieh doch meinen Moment mal, an meiner Tür ein Zettel. Ja, so, da haben wir ihn. Erbschaft? Muss euch verlassen. Muss euch verlassen. Oh, wie traurig. Du musst uns verlassen? Aber nein, das steht hier auf dem Zettel. Ach so, na dann ist ja gut. Oh, Kasi, ich verlass euch doch nicht. Hallo, Leute, da bin ich wieder, euer guter alter Spencer ist leider immer noch nicht da. Aber ich beginne zu ahnen, dass diese rätselhaften Zettel und Botschaften irgendetwas mit seinem Verbleib zu tun haben. Wenn ich nur wüsste, was... Nachdem du das endlich herausgefunden hast, sollte man weiter nach Botschaften suchen. Geh bitte los und such. Ich guck mal bei den Quietschboys. Ich? Also nein, das kann ich Elvis nicht antun, dass ich diesen Platz hier verlasse. Sorgen um mich. Ja, ja, ich habe Sorgen. Also ich sag euch, das ist ein großartiger Text. Und so gefühlvoll. Und so lebensnah. Ha? Ein Hit ist geboren. Genau. Und von uns gesungen wird dieser Text zum absoluten Spitzenschlager. Absolut. Eine elende Schnulze ist das, wenn ihr mich fragt. Dich fragt aber keiner, Baby. Habt ihr euch das Lied vielleicht selbst ausgedacht? Na, ein begeisterter Fan von uns hat uns den Zettel zukommen lassen. Das heißt, wir haben ihn gefunden. Ja, ja, manchmal liegt das Glück auf der Straße. Ja, hast recht. Oder unter der Tür. Moment mal, Zettel. Zeig mal her, lass mal lesen. Ja, Zettel. Sorgen um mich? Ich habe... Genau, ist doch genial, oder? Diese Knaben. Leute, es wird immer rätselhafter. Lexi? Ja? Hast du eigentlich auch eine Botschaft bekommen? Nein. Hast du schon nachgesehen? Nein, aber ich glaube dann nicht. Dann tu das jetzt und beruhig die anderen. Ganz wie du meinst. Komm, mach schon. Und wer beruhigt mich? Ach, Lexi, jetzt geh schon. Gut, du passt hier auf meinen Sessel auf, ich bin gleich wieder da. So. Und nun wollen wir doch mal sehen, was der Herr Stellvertreter treibt. Es geht weiter bei diesen unmöglichen Zwillingen. Nein, ich will das Hausboot. Das Hausboot. Ganz! Möchtest du noch ein Stück Stachelbeertorte, Elvis? Mit etwas Sahne? Danke, die Damen. Ich bekomme in dieser schrecklichen Situation kein Bissen mehr herunter. Oh. Jedenfalls nicht, nachdem ich schon 7 Stück gegessen habe. Aber man soll ja nichts unversucht lassen. Tja, du machst dir sicher große Sorgen. Sicher? Was? Aber das brauchst du nicht. Ich kenne niemanden, der Spencer besser vertreten könnte als du. Um ehrlich zu sein, ich auch nicht. Oh, das Visophon. Elvis? Oh, Lulu, Liebes, es ist die Lulu. Wie ich sehe, bist du sehr beschäftigt. Ja,
Das stimmt, ja. Du kommst bitte sofort hierher ins Studio. Hm? Sonst ist Spencers Platz nämlich endgültig von jemand anderem besetzt. Tja, wie ihr seht, ruft die Pflicht. Wer einen so verantwortungsvollen Posten hat wie ich, der hört jetzt endlich auf, herumzuquatschen und flitzt sofort hierher. Also. Flitzen? Sie hat wirklich Flitzen gesagt? Hm. Ob das mit meinem vollen Bauch überhaupt möglich ist? Na, vielleicht versuchst du es mal mit den Beinen. Ach ja, richtig, die habe ich ja auch noch. Mann, der hat vielleicht Humor. Lulu, ich glaube, ich habe das Rätsels Lösung gefunden. Setz dich bloß nicht wieder auf den Sessel, der Elvis kommt nämlich gleich. Ah, da ist er ja schon. Na? Lässt du mich denn so flitzen? Ach, verstehst du denn nicht? Elvis, die Lage ist sehr ernst. Ja, und unbequem. Ich meine, so ein Bett, so ein kuscheliges, weiches, in dem man sich ausstrecken kann. Ich hab's nämlich im Magen. Ja, 8 Stück Stachelbeertorte hast du im Magen. Na, musst du doch verstehen, dass mir da ein wenig schläfrig zumute wird. Verstehst du denn nicht? Lexi will auf deinen Sessel. Oh ja, vielen Dank. Siehst du? Mensch! Was denn, Lulu? Ach, kaum ist er da, schon sitzt er auf deinem Platz. Na und? Kaum bin ich weg, schon liege ich in meinem Bett. Elvis, du bleibst! Nun hört doch einmal zu. Ich glaube, dass Spencer für jeden von uns eine Botschaft zurückgelassen hat. Wenn wir diese Botschaften in der richtigen Reihenfolge zusammensetzen, dann wissen wir, was Spencer uns sagen wollte, bevor er verschwunden ist. Lexi, ich glaube, du bist auf einer heißen Spur. Ja, das darfst du wohl glauben. Elvis, du könntest ja zu den Quietsch Boys gehen und fragen, welche Botschaft sie erhalten haben. Ich? Nein, Elvis bleibt hier. Ja. Die Botschaft von den Quietsch Boys kennen wir. Sie heißt... Aber doch nicht... Nein, ich hab's vergessen. Ich geh rüber und frag sie. Toll, meine Lulu. Nee? Ja. Ziemlich. Ja, damals, als die Sonne noch schien, ja, damals waren die Bäume noch grün, und grün war die Hoffnung, und froh waren wir drei. Doch das ist vorbei, oh, es ist so vorbei. Was ist vorbei? Hey, Quietschis! Oh Mann, es ist alles so sinnlos und leer. Oh Mann, ich sehe die Sonne nicht mehr. Sonne! Hey Baby, wer noch einmal dazwischen quatscht, wird auf der Stelle zum Moos vermatscht. Wir singen nämlich ein trauriges Lied, das einem leider, leider, leider die Schuhe auszieht. Oh, schon zu heulen und oh, Traurigkeit. Was ist das für eine schreckliche Zeit? Ja, früher war es wunderbar, doch nichts ist mehr, wie's früher war. Seit Spencer nicht mehr bei uns ist, ist alles Mist! Mist, 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 yeah! Oh, Mann, Mist! Mist, 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 Das ist ein herrlich trauriges Lied. Ja. Großartig. Ja, findest du? doch. Aber was ich noch fragen wollte, da war doch ein Zettel mit einer Botschaft. Na ja, mal zu, kleine Maus. Das war keine Botschaft, sondern ein Text. Ah, für ein Lied. Warte mal. Sorgen um mich. Ja, sag das nochmal genau. Sorgen um mich. Ich habe. Der Text ist nämlich von Spencer. Ach so. Das könnte uns weiterhelfen. Ist ja ein Ding. Die hat Sorgen. Hallo, Freunde, macht euch keine. Das ist sicher der Anfang. Diese Botschaft lag hier im Studio. Dann kommt eben nicht dieses Hoffnung auf große Erbschaft, sondern... Sondern von den Quietsch Boys Sorgen um mich. Sehr richtig. Macht euch keine Sorgen um mich. Ja. Und bei den Quietsch Boys stand außerdem, ich habe... Ja, was hat er denn? Naja, das wissen wir eben nicht. Lass mal sehen. Er hat Kasi geschrieben,
Hoffnung auf große Erbschaft. Na, wie schön für ihn. Deshalb ist er also weg. Jawohl, muss euch verlassen, hier. Ah, ja. Jetzt kommt ja, aber nicht lange. Der Rest ist einfach. War da nicht ein Vertrag? Ach, das hatten hier die Zwillinge. Ah, stimmt. In Ei, euer Spencer, das habe ich bei mir gefunden. Alles klar? Ach, du bist einfach großartig, Lexi. Wie du das wieder gemacht hast, ich bin sprachlos. Jetzt habe ich es endlich mal verstanden. So, du hast es verstanden, ich aber nicht. Oder kannst du mir erklären, was dieses In Ei bedeutet? In Ei? Verstehe ich nicht. Ja, das kann ich nicht. Wie käme ich denn da? Dazu. Und was machen wir jetzt? Ein großes Fest für Spencer mit Fassbrause und Röstkastanien. Nein, nicht doch diese ordinäre Fassbrause. Doch, die ist doch prima. Ja. Nein, wir machen einen kleinen Stehempfang. Nein, wir machen ein Riesenfest. Einen kleinen Stehempfang. Ein Riesenfest. Kleinen Stehempfang. Ein Riesenfest. Kleinen Stehempfang. Bei den Quietschboys. Oh, ja. Ohne mich. Warum kommst du denn dann mit? Ich muss doch sehen, was ihr da ohne mich macht. Oh, hallo Leute! Ja, da bin ich wieder. Na, ich kann euch sagen, das Ganze war ein ziemlicher Reinfall. Na, wie ich sehe, haben meine Freunde ja die Botschaft herausbekommen. Ach, wie das Leben so spielt. Im Testament meiner Großtante Elvira, da stand drin, dass sie ihrem geliebten Großneffen Spencer ihre wertvolle Bleimine hinterlässt. Na, ich also nichts wie hin, um das kostbare Bergwerk für teuer Geld zu verscherbeln. Aber was finde ich vor, statt einer Bleimine? Da muss die Kamera direkt mal nahe rankommen. Dieses Kinkerlitzchen von Bleistiftmine. Tja, meine Tante Elvira, die war schon immer ein Witzbold. Oh, ich glaube, ich verstecke mich mal. Hallo, Elvis. Also, wie soll es denn jetzt weitergehen? Wie jetzt? Sind Elvis und Lulu auch weg? Es muss etwas geschehen. Ja. Wo ist Lexi? Ich bin da. Ach, Elvis. Wir haben dir ein bisschen Stachelbeertorte mitgebracht. Du kannst die Torte aber auch gleich ins Gesicht kriegen, Lisa. Okay. Ich bin Lisa. Hallo. Du auch, Mona. Hallo. Bitte, ich möchte die Torte ins Gesicht haben. Moment mal. Ja. Huldi. Ja. Mal her. Ruhe jetzt aber. Wir sollen uns doch vertragen. Das hat Spencer extra aufgeschrieben. Er kann jeden Augenblick zurückkommen. Wir haben beschlossen, ihm einen kleinen Empfang zu bereiten. Nein, eine ganz große Fete. Ja, mit viel zu fressen. Und Fassbrause. Nein, doch nicht Fassbrause. Was denn? Das muss doch alles organisiert werden. Je größer die Erbschaft, desto größer das Fest. Ja, Leute, aber dann gibt's überhaupt kein Fest. Tja, da bin ich wieder. Hallo. Ja, lass mich doch mal durch. Ich muss mal unter dem Tisch durchtauchen. Vorsicht! Mal bitte beiseite treten. Ich komme. Ach, ich sag's euch. Tja, nun mal alles langsam und der Reihe nach. Erstens, ich bin wieder da. Zweitens, ich habe fast nichts mitgebracht, weil ich drittens nichts geerbt habe. Spencer, es war nicht sehr schön ohne dich. Und weil wir jetzt wissen, dass es mit dir viel, viel schöner ist, meine ich, wir sollten das Fest auch ohne deine Erbschaft feiern. Das ist aber wirklich nett von euch, Leute. Wir hätten nur eine Bedingung. Aha, und das wäre? Dass du das Fest organisierst. Was? Ja, wir können das nämlich nicht. Also gut, meinetwegen. Ehrlich gesagt, ich fühle mich richtig geschmeichelt. Also, ich verspreche euch, morgen feiern wir. Aber heute müssen wir leider schon Schluss machen. Eine Frage noch am Ende und am Rande. Was bedeutet eigentlich in Ei? In Ei? Ja. In Ei? In Ei? Wo ist das? Auf meinem Zettel? Ja. In Ei? Keine Ahnung. Jetzt fällt's mir ein. Ich war so in Eile, dass ich nicht mal mehr das Wort in Eile ausschreiben konnte. Na, alles klar? Na, dann bis zum nächsten Mal. In Ei, euer Spencer. Tschüss. Leute, in Ei.
Sowas aber auch. Hat er nicht mal Zeit, seine Botschaft komplett auszuschreiben, der Spencer. Aber seine Abwesenheit hat ja auch etwas Gutes gehabt. Jetzt weiß die Spencer-Mannschaft, was sie an Spencer, ihrem Dorfhäuptling, was sie da so hat. Und ein Fest soll es ja auch geben. Und das Erbschafts-Teekesselchen, Bleimine und Bleimine, macht aus einem Grubenunternehmer und Bleiabbau den Schreibtischtäter mit Bleistiftmine. So sieht's aus. Wenn's gefallen hat, Leutchen, bitte Daumen hoch und Abo würde mich zutiefst erregen. Kalle! Ja, doch. Würde ich jedenfalls gut finden. Bis nächste Woche, euer Kalle von Spencer TV in Sachen doppeldeutiger Erbschaft.